sehr gefreut, in diesem technischen alpinen Gelände voll zu machen und auch Langdistanz-Schweizer Meister zu werden. Ich bin trotz sehr technischen Gelände ziemlich gut durchgekommen und ohne grosse Fehler habe ich sein Ziel geschafft. Ich bin von der Cherokee jetzt heimgekommen und bin zwar schon ein bisschen müde, aber es hat mir mega gefallen. Es war abwechslungsreiches Gelände und ich bin physisch gut durchgekommen. Es war ein guter Lauf, von Anfang bis Schluss. Also ich bin gut ins Rennen gekommen. Und nach gestern hatte ich auch ein bisschen mehr Vertrauen in meine Wade, weil ich die letzten drei Wochen nicht so viel gerannt bin, noch verletzt war. Ja, ich bin wirklich mega zufrieden. Physisch und technisch war es gut. Heute der Sieg heute ist umso grösser. Gestern ist es mir nicht gelaufen, ich habe den Fuß angeschlagen. Das hat mir sehr wehgetan. Ich war unsicher, ob ich heute überhaupt starten kann. Aber wir haben mich dann sehr gut können aufs Ohlmachen konzentrieren und ja, ist mir eine Top-Leistung gelungen. Und das freut mich natürlich umso mehr, nachdem ich gestern gar nicht auf der Ranglisten erschienen bin.